Yo Leute, was geht? Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal Puki. Schön, dass du wieder dabei bist und heute gibt es mal wieder eine neue Folge. Was geht? Hi. Leute, das Brawloween Update kam ja so um den 24.10. raus und ja, demnach, wenn man logisch denkt, einen Monat später, ist ungefähr in 10 Tagen. Also so, ich würde mal schätzen, dass wir bald wieder ein Update bekommen und zwar ein November Update. www.scheißboxer.shop Der Scheißboxer Day am 22.12. im Karlswerk in Köln. Tickets jetzt online kaufen. Ich denke nicht, dass das irgendein Theme-Update wird, wie so Brawloween oder Lunar New Year oder was auch immer, weil meines Wissens nach ist jetzt nicht so irgendein krasses Event, außer Karneval hat begonnen oder so. Aber auf jeden Fall ist anzunehmen, dass demnächst wieder ein Update kommt und heute habe ich mir richtig krasse Update-Ideen rausgesucht, die theoretisch im nächsten Update kommen könnten. Und oh mein Gott, da sind so krasse Dinge dabei, Leute. Haltet euch fest, dieses Video wird einfach so heftig. Ich wünsche mir wirklich, dass Supercell wenigstens 1, 2, 3 Dinge davon, die ich euch jetzt vorstelle, umsetzen wird. Und ich glaube, es ist auch, sage ich jetzt mal, gar nicht mal so unrealistisch, die Sachen, die da jetzt von irgendwelchen Leuten aus der Community und teilweise von mir sich überlegt wurden, weil das sind schon krasse Update-Ideen, die auf jeden Fall auch Sinn ergeben. So, die Scheißboxerin ist schon mal tot, das ist sehr gut. Sandy, du gehst auch gleich drauf, sehr gut. Ja, nice, die geht auch drauf, easy. Beginnen wir direkt mit dem ersten kleinen Gadget, sage ich jetzt mal. Bald findet ja die Brawl-WM statt und passend dazu, Leute, das wäre einfach so krass. Stellt euch vor, bei der Brawl-WM, ja, ich kann auch kein Deutsch mehr. Stellt euch einfach mal vor, bei der Brawl-WM gibt es exklusive Coupon-Codes für exklusive Skins, die es nur mit diesem Code gibt. Das wäre richtig krass. Das heißt, man müsste wirklich zur Brawl-WM hinkommen, sich diesen Code dort abholen, kann ihn dann in-game einlösen und bekommt dann eben diesen Skin gutgeschrieben im Postfach, den es halt nur bei diesem Event gab. Das wäre schon heftig, weil dadurch hätte man halt so einen krass exklusiven Skin. Dann würde, also ohne Witz, dann würde ich wahrscheinlich da auch hinfliegen, auch wenn ich da nicht eingeladen werde oder was auch immer. Leute, ich würde mir einfach diesen Coupon-Code holen. Also das wäre ja schon eine heftige Sache, oder Leute? Schreibt mal gerne in die Kommentare, was hält ihr von der Idee Coupon-Code? Machen wir mal weiter mit einem neuen Modus. Und zwar ein neuer Modus namens Hide and Seek. Ja, der sagt schon alles, was der Modus auch macht. Also es ist im Prinzip Suchen und Verstecken. Das ist jetzt gar nicht gut. Ich brauche echt Hilfe. Ganz schnell. Komm. Pieper. Okay, egal. Wir holen uns die Shelly. Der scheiß Boxer ist egal. Yo. Die backt ja so hart rum, oder geht die einfach nur so dumm? Schaut euch das mal an. Egal, die kriege ich, oder? Komm her! Die kriege ich, oder? Komm! Mortis. Ja, perfekt. Mortis ist weg. Und zwar, dieser Hide-and-Seek-Modus wäre so, das wäre eine Idee. Wie gesagt, das sind alles nur Ideen. Aber das wäre dann so ein 5 versus 1 Modus. Und ein Spieler ist groß. Groß, hat viele Leben. Und dann gibt es 5 kleine, so ähnlich wie bei alle gegen einen, ne? Nur, dass da halt das Ziel ist, man spielt auf einer Showdown-Map oder auf speziellen Hide-and-Seek-Maps. Und der Große muss eben die Kleinen finden, indem er sie einfach tötet. Also, wenn er einen getötet hat, hat er ihn gefunden, dann ist er raus aus dem Spiel. Er muss einfach alle eliminieren. Oder die Kleinen eliminieren den Großen davor. Das heißt, das ist überhaupt nicht wie alle gegen einen, sondern es haben im Prinzip beide Seiten eine Chance, den anderen zu besiegen. Bei alle gegen einen kann ja nur der Große irgendwann früher oder später verlieren. Ach du Scheiße. Dazu sage ich mal nichts, kein Statement. Lasst übrigens auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, Leute, wisst Bescheid. Und abonniert den Kanal gerne mal kostenlos, wenn ihr es noch nicht getan habt. Ja, genau, dieser Modus wäre halt eben nicht die ganze Zeit da, also nicht permanent, sondern eher so temporär, so alle 2, 3 Tage mal, dass der mal reinkommt für einen Tag, dass man das zocken kann. Wäre schon geil, vor allem so in Community-Runden. Wenn man dann mal mit der Community zockt, dass man dann sowas zocken kann. Ich glaube, das macht schon Ultra-Bock, so on-stream oder so. Im Testspiel dann natürlich, Leute. Das wäre schon krass. So, jetzt muss ich mal gucken. Alter, die Shelly hat hier 7 Cubes. Das wird echt schwierig und ich lagge wie eine Bambusleitung, Alter. Leute, ich werde euch heute auch einen neuen legendären Brawler vorstellen. Der ist auf jeden Fall mega krass. Ohne Scheiß, Leute. Also das
hat mich schon selber geflasht. Aber davor kommen wir zu einer Sache, die ich eh schon, glaube ich, ein, zweimal als Idee auf jeden Fall dazugenommen habe. Und zwar geht es um einen Battle Pass. Leute, jedes Game hat einen Battle Pass. Fortnite hat einen Battle Pass. Mittlerweile hat sogar Clash Royale, also selbst ein Supercell-Game, einen Battle Pass. Und deswegen ist es halt sehr naheliegend, dass früher oder später ein Battle Pass kommen könnte. Ich bin mega gespannt. Also Leute, der Battle Pass wäre dann irgendwie so, es gibt eine Gratis-Edition und eine kostenpflichtige Edition. Ich würde mal sagen, die kostenpflichtige Edition vielleicht für 10 Euro oder so. Dann hat man einen Battle Pass und der geht über einen Monat oder vielleicht 5 Euro, so ähnlich wie in Clash Royale. Ich glaube, da kostet er 5,99 Euro. Auf jeden Fall nicht zu überteuert, denn den muss sich schon noch jeder leisten können. Und dann gibt es bei diesem Battle Pass einfach 100 Stufen, 1 bis 100. Diese Stufen erreichst du, indem du Challenges erfüllst, tägliche Aufgaben und damit XP sammelst für den Battle Pass im Prinzip. Und als Belohnungen gibt es zum Beispiel Gold, Juwelen, Markenverdoppler, Gems oder Skins oder sogar einen neuen Brawler. Stellt euch das mal vor, bei Stufe 100 vom Gratis Pass wird es dann einfach so einen neuen Brawler geben. Warum vom Gratis Pass? Weil ich schon der Meinung bin, dass einen neuen Brawler jeder bekommen sollen könnte, ohne Geld auszugeben. Und das wäre sonst ein bisschen asozial, ganz ehrlich. So, also das wäre auf jeden Fall schon eine krasse Sache. Und da muss es natürlich auch zu erreichen sein. Also nicht so irgendwie fast unmöglich sein, dass man das überhaupt nicht schaffen kann. Sondern das soll schon relativ, also wenn du so normal zockst, soll man das schon hinbekommen. Und beim Premium Battle Pass könnte es dann zum Beispiel einen krassen Skin geben. Das wäre zum Beispiel schon eine Sache, wo ich sagen könnte, das würde ich, da wäre ich dabei so, weil ein Skin, den kauft man ja sowieso mit Gems, den kriegt man ja sowieso nicht wirklich free to play, sondern geil. Deswegen wäre das auch überhaupt nicht schlimm, wenn das jetzt sozusagen nur im Premium Battle Pass drin wäre. Also Leute, so ein Battle Pass wäre schon krass. Weitere Vorteile, die man zum Beispiel aus Clash Royale übernehmen könnte: einen goldigen Namen. Das heißt, der Name wäre einfach Gold und scheint so ein bisschen. Vielleicht kennt ihr das aus Clash Royale, wenn ihr es noch zockt irgendwie und den Premium Battle Pass habt, dann wisst ihr auf jeden Fall, wie es aussieht. Aber es ist auf jeden Fall krass. Also der Name ist einfach Gold und ja, glitzert so ein bisschen. Also er macht einfach bling bling. So, ihr wisst Bescheid, Leute. Dann weiß jeder so, yo, hier ist der Getter am Start, ne? So, jetzt beenden wir das Spektakel mal hier, easy going. So, dann komme ich noch zu einer Sache, die ich euch tatsächlich schon mal gezeigt habe, aber ich würde sagen, Leute, die Update-Idee ist so krass meiner Meinung nach und ich habe sie selber gemacht. Ich bin einfach stolz darauf, sagen wir es gerne, also sind wir mal ehrlich. Oh mein Gott, wie auch immer ich das gerade geschafft habe, oh mein Gott, wie auch immer ich das gerade schaffe, was? Ich habe irgendwie überlebt, keine Ahnung wie. Auf jeden Fall, Leute, es geht um einen Lucky Spin. Jeden Tag bekommt man einen kostenlosen Spin sozusagen in-game und kann sich einfach irgendwas erspinnen. Da gibt's Gold, da gibt's Megaboxen, was auch immer, da kann es alles Mögliche geben. Da kann es theoretisch ja auch Skins geben von mir aus oder Markenverdoppler, irgendwas. Und ja, in dem Fall wird da jetzt eine Megabox gezogen und die wird dann direkt geöffnet. Das wäre schon geil, wenn man jeden Tag einfach so einen kostenlosen Spin hätte und dann noch einen Spin kaufen könnte für 30 Gems und dann hat man halt noch einen. Und wenn man dann nochmal spinnen will, dann kostet er halt 50 oder so. Kennt man eh aus anderen Spielen auch so, ähnlich wie Heyday oder sowas. Da gibt es ja auch so ein Lucky Wheel. Das ist ja auch ein Supercell-Game. Da habe ich drüber nachgedacht, weil letztens habe ich ja noch gemeint, ja, wegen Glücksspiel könnte das kritisch werden, weil das Spiel dann ab 18 gestellt werden müsste. Ich glaube, es ist gar nicht so schlimm bei sowas, weil es wird im Prinzip vorgegeben, was du ziehen kannst. Es muss halt, glaube ich, einfach nur festgelegt sein, zu wie viel Prozent du das und das bekommen kannst und dann ist da alles easy. Bin ich mir aber auch nicht zu 100% sicher. Nein, Pieper, warum springst du genau in die Gegend? Oh mein Gott. Also ich glaube, das wäre einfach extrem geil, so jeden Tag so ein Daily Spin. Stell dich das mal vor und dann zieht man mal eine Megabox und, keine Ahnung, zieht hier richtig krass einen neuen Brawler oder irgendwas. Also, wäre schon krass, dann darf man natürlich nicht jeden Tag eine Megabox ziehen, das wäre halt viel zu viel so, dann wäre nach kürzester Zeit jeder Max. So, relativ normal halt, dass man meistens, sage ich jetzt mal, Gold zieht, aber wenn man halt lucky ist, schon dann mal eine Megabox bekommt, so. Also nicht so, dass es unmöglich ist, eine Megabox zu bekommen. Alter, rasiere ich gerade. Lol. Ich weiß nicht, warum ich stehen geblieben bin. Irgendwie ist mein Joystick gerade verbuggt gewesen, ja, ihr kennt die Ausreden. So. Jetzt müssen wir irgendwie einen scheiß Boxer holen oder den hier oder keine Ahnung. Och du Kacke. Oh mein Gott. Was machen wir? Da sind 4 Teams am Start. Okay, sehr gut. Ja. Das gefällt mir. Oh ja, das gefällt mir. Oh nein. Ja, sehr gut. Easy. Leider Showdown. Und ich glaube, die 2 Cubes lasse ich sogar liegen, weil ich einfach
total krass bin und ich kann es halt einfach, ne, ihr wisst Bescheid. Oh lol, war das easy. So Leute, und dann kommen wir zu guter Letzt zu dem neuen legendären Brawler, und zwar Asher. Asher wäre so die Idee. Ihr seht das Bild natürlich eingeblendet, so würde der aussehen. Finde ich schon mal richtig krass, also richtig gut gelungen. Derjenige, der das designt hat, auf jeden Fall echt Props gehen raus. Das sieht echt geil aus. Das könnte genau halt so im Game sein, meiner Meinung nach. Deswegen, auf jeden Fall krasse Idee. Und wir kommen jetzt gleich noch zu den Specs von dem Brawler. Was der Creator, sag ich jetzt mal, sich da vorgestellt hat, wie der Brawler so agieren soll, wie viel HP der haben soll, wie viel Damage der machen soll, was seine Attacken sind und. Das gucken wir uns gleich mal an, aber davor muss ich jetzt erstmal gucken, dass ich hier auf entspannt überlebe, weil sonst wird das natürlich nicht mehr so gut enden. So, ich würde sagen, let's go, wir ballern da mal die Ulti drauf, zack, egal, das hat gar nichts gebracht. Oh mein Gott. Let's go, let's go, sehr gut. Ja, die sind beide weg, die sind beide weg. Easy. Barley. Dich. Oh mein Gott, Barley hat so seine Ulti gefällt. Jetzt kommt da noch eine Shelly. Wer will mich verarschen? Shelly? Oh nein, oh mein Gott. Sehr gut, Shelly ist fast tot. Shelly wird draufgehen, Shelly wird so draufgehen. Oh nein, der Barley wird mich so nerven, der Barley wird mich so nerven. Oh mein Gott, ist das nervig. Ist das nervig. Ach du Kacke. Ja, okay, immerhin einmal getroffen. So, er trifft mich eh nicht. Er rafft gerade nicht. Okay, gut, dass mein Mate wieder da ist. Das ist auf jeden Fall nicht schlecht. So, drei Teams leben noch. Leute, ich will die Runde auf jeden Fall gewinnen. Und dann gucken wir uns gleich die Specs an von dem Brawler. Ey, das wäre so krass, wenn der reinkommen würde. Es wäre generell so heftig, wenn ein neuer legendärer Brawler reinkommt. Ich habe noch so viele andere Update-Ideen. Also Leute, wenn ihr wollt, dass ich nochmal so ein Video mache, lasst auf jeden Fall einen fetten Daumen nach oben da. Und schreibt gerne eure Ideen auch in die Kommentare. Und jetzt haben wir gewonnen. So, der Brawler soll 9700 HP haben. Und somit wäre das der krasseste Tank im ganzen Game. Also... das wäre auf jeden Fall heftig. Damage macht er rund 1000, also 976 auf der normalen Attacke, und auf der Super macht er 1006 Damage. Das ist so die Idee von dem Creator gewesen, und seine Main Attacks sind einfach Laserstrahlen, die er schießt in einem Radius, der relativ breit ist. Das heißt, er schießt nicht nur einen, sondern er würde mehrere schießen und alle möglichen Gegner da drinnen halt einfach treffen. Dafür macht er halt nicht so viel Damage, also es geht natürlich klar, es ist jetzt nicht so ultra wenig, aber könnte auf jeden Fall mehr sein. Aber dann wäre der Brawler halt absolut OP. Der ist jetzt schon OP mit fast 10.000 Leben. Und seine Super wäre halt einfach ein Energieball, der dann auf die Gegner drauf fliegt und noch irgendwas mit den Gegnern macht. Zum Beispiel jetzt vergiften oder sowas in die Richtung. Oder halt verbrennen. Das wäre natürlich auch eine coole Sache. Oder er slowt sie halt einfach down. Oder ich weiß es nicht. Irgendeine Fähigkeit sollen die Gegner dann sozusagen bekommen. Eine schlechte natürlich. Eine gute wäre nicht so toll. Und ja, das wäre so die Idee für diesen Brawler Asher. Also ich finde es auf jeden Fall krass. Ich bin tot. Ich weiß nicht, wie das funktioniert hat. Oh nein. Mortis. Mein Gott, war das knapp. Haben wir nochmal bekommen. Sehr gut. Und Barley auch weg. Und jetzt gibt es nur noch ein paar. Leute. Let's go. Komm. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Gar nicht gut. Gar nicht cool, gar nicht cool, gar nicht cool, gar nicht cool. Ja, warum nehme ich auch die Cubes? Egal. Leute, das war's jetzt mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, lasst ein kostenloses Abo da. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, haut rein und ciao.